So, mein Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich werde mein Herzblut in dieses Video stecken und ich hoffe, dass einige wichtige Informationen rüberkommen, aber letztendlich am Ende des Tages musst du entscheiden, ob das für dich logisch notwendig und gut ist oder ob es mir überhaupt gelingt, mit dem Video hier Menschen zu erreichen. Heute soll es um ein ganz besonderes Thema gehen, inspiriert durch einen Kommentar unter dem vorangegangenen Video, nämlich was sind so meine 10 größten Learnings, was sind die 10 größten Erfahrungen, die ich gemacht habe in mittlerweile über 13 Jahre Trading. Und ich will dir eine Sache sagen, ganz vorweg, bevor wir zu den Punkten kommen. Wir kommen sehr, sehr schnell zu den Punkten. Aber Leute, niemand ist im Trading fertig. Niemand kommt im Trading an, zumindest meiner Erfahrung nach nicht. Selbst nach 13 Jahren unterlaufen mir immer noch grobe Fehler. Selbst nach 13 Jahren entscheide ich mich immer noch falsch. Selbst nach 13 Jahren kommen immer noch hier und da Emotionen hoch. Ich kann das Ganze viel, viel besser kontrollieren, aber ich... Für mich persönlich sage ich immer so gerne, Trading wird nicht einfacher, du wirst nur stärker. Und darauf werden wir jetzt gleich nochmal ordentlich zu sprechen kommen. Und was über all dem steht, ist halt auch so ein bisschen diese Menschlichkeit beziehungsweise einfach so ein bisschen diese Demut. Und das will ich jetzt auch mal aufschreiben. Die Demut, die sollte allem gegenüberstehen. Weil wir letztendlich, Leute, wir sind so privilegiert, heutzutage einfach vor dem PC zu sitzen und theoretisch unseren Lebensunterhalt und theoretisch noch sehr, sehr viel mehr zu verdienen, einfach durch einen Knopfdruck und einfach durch unser Gehirnschmalz. Wir müssen nicht draußen irgendwo in der brütenden Sonne oder irgendwo mitten in der Nacht oder unter Tage für unser Geld schuften. Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung, dem Informationszeitalter und das ist für uns meiner Meinung nach schon ein riesengroßes Blessing. Deswegen die Demut sollte einfach, da sollte immer ein bisschen dran erinnert werden. Gerade zur Zeit der sozialen Medien, wo der eine zeigt, wie gut er ist und wie besser er ist gegenüber dem anderen. Leute, wir fressen alle aus einer Hand. Ja, von den Märkten. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir sollten uns eher die Hand reichen und uns eher unterstützen, anstatt uns hier gegenseitig irgendwie versuchen fertig zu machen, nur damit man sich symptomatisch ein bisschen besser fühlt durch so Phantomgewinne. Nichtsdestotrotz aber eigentlich ein elender Mensch ist, der sich ja, ergötzt an anderen Leuten Schaden. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil die Trading- und die Krypto-Szene extrem toxisch ist. Und ich möchte halt einfach da so ein bisschen zumindest versuchen, einen kleinen Abstand zu gewinnen und zu sagen, Leute, es ist alles in Ordnung, Demut muss vorhanden sein und vor allem, Leute, wir müssen noch nicht mal von heute auf morgen irgendwie traden, um die finanzielle Freiheit zu erlangen. Diese Catcher, diese Phrasen, die sollen alle immer nur, die sollen irgendwas emotional mit dir machen, damit du in irgendein Produkt oder eine Dienstleistung gezogen wirst. Und ja, ich bin auch ein dubbeliger Kursverkäufer aus Dubai, aber im Endeffekt muss ich dir ganz klar sagen, mir ist lieber, dass du ein bisschen was aus den Videos hier mitnimmst und ich 10 Euro weniger verdiene, das ist für uns beide vollkommen in Ordnung. Wichtig ist, dass wir hier eine coole, eine gesunde Trading-Gemeinschaft bilden, die sich gegenseitig hochzieht, anstatt gegenseitig runterzieht. Ja, und deswegen diese catchigen Phrasen, die brauchen wir nicht. Du musst nicht mit Trading die absolute finanzielle Freiheit verdienen. Das Einzige, was du schon machen kannst, ist so in den ersten Monaten oder vielleicht in den ersten 1-2 Jahren es schaffen, einen kleinen Nebenverdienst zu generieren, weil du nicht nur tradest für Geld, Leute. Ja, du tradest nicht nur für Geld, sondern du tradest, um mehr aus dir zu machen, um dich zu entwickeln, um besser zu werden, um eine emotionale Reife zu entwickeln, um ein Chancen-Risiko-Verständnis zu generieren, um generell im Leben einfach ein bisschen, wenn ich das sagen darf, besser zu werden. Ja, Trading kann ich so viel über dir selbst lehren. Und allein schon deswegen würde ich vielen Menschen einfach sagen, beschäftige dich mit Trading. Nimm auch ein bisschen Echtgeld in die Hand, weil du lernst dich von ganz anderen Seiten kennen, die du vielleicht im typischen Bürojob oder im typischen Bauberuf vielleicht nicht irgendwie begegnest. Das ist meine Vermutung. Aber ich habe es nach 5 Jahren Studium und nach meiner Arbeitszeit gemerkt, dass entsprechend Trading dich ganz, ganz anders triggert. Und deswegen, selbst wenn dir Trading einfach nur dich ein bisschen rausboxt aus diesem Käfig, den du dir selber gedanklich geschaffen hast, da hast du schon einen riesen Gewinn gemacht. Und allein schon in einem Zeitalter zu leben, wo wir hier vor den Videos oder mit den Videos oder vor Chart sitzen können und damit einfach potenziell unseren Unterhalt noch viel mehr verdienen können, ist einfach wirklich ein Blessing. Und deswegen, Leute, mal bei aller Geschwindigkeit, bei allem, was da draußen abgeht, mal so ein bisschen mehr zu sich selbst kommen, mal so ein bisschen Ruhe da reinbringen, mal so ein bisschen, ja Mann, ich habe Bock drauf, aber ich sag dir auch ganz klar, das ist vielleicht so schon die erste Grundregel, die aber außerhalb dieser 10 Regeln steht,
Du musst nicht unbedingt Bock oder Motivation für Trading haben. Ja, viele, oder was heißt viele, ja, ist jetzt auch nicht so riesig hier, dass ich jeden Tag gefragt werde. Aber wenn die Frage kam, ob ich mir vorstellen kann, Trading bis an mein Lebensende zu machen, war die Antwort ganz klar ja. Weil Trading so vielschichtig ist und weil du immer und immer wieder an bestimmte Situationen, an bestimmte, ja, bestimmte Erfahrungen sammelst, die dich auch immer wieder sowohl nach oben wie auch nach unten bringen können. Das ist einfach so eine Dynamik, die niemals langweilig wird. Und deswegen, rein für diesen Spaßfaktor, würde ich es immer und immer wieder machen. Aber Trading muss dir nicht unglaublichen Spaß machen. Ich bin davon überzeugt, dass in der Welt nicht alles immer super viel Spaß machen muss. Du aber weißt, dass du bestimmte Dinge machen solltest, damit es dir morgen besser geht als heute, wenn es dir heute nicht so gut geht. Das heißt also, dieses Thema Motivation, da hatten wir im letzten Video schon drüber gesprochen, es muss dir auch nicht super viel Spaß machen. Das ist natürlich ein Katalysator, aber es gibt auch erfolgreiche Trader, die nicht Spaß haben am Trading und trotzdem erfolgreich sind. Teilweise erfolgreicher als Leute, die viel Spaß dabei haben. Ja, dementsprechend nehmt das Ganze einfach ernst. Da steckt ein Ziel hinter, da steckt entsprechend auch eine Ambition und ein Prozess hinter und das sind die Dinge, die du einleiten solltest und nicht einfach zu sagen, oh, es muss mir Spaß machen. Wenn ich nicht Spaß mache, dann muss ich mich umorientieren. Nein, du brauchst ein festes Ziel. Du musst deine Verbissenheit haben und zieh es durch. Und das ist, steht über allem. Das heißt, diese Demut gekoppelt mit dem, dass du halt etwas erreichen möchtest, vorankommen möchtest, das ist auch so ein bisschen diese Energie, die, finde ich, da sein sollte, wenn du wirklich Fortschritt, egal in welchem Bereich, machen möchtest. Und jetzt kommen wir langsam mal zu den wichtigen Punkten, die sind technischer, emotionaler, fundamentaler Natur, alles durchmischt, aber für mich persönlich die 10 wichtigsten Punkte. Und die erste Grundregel, und da werden wahrscheinlich schon einige nicht mit mir übereinstimmen, das ist vollkommen in Ordnung, ich würde sagen, nicht mit der 1% Risikoregel traden. Das würde ich nicht machen. Vor allem aus einem großen Grund. Die meisten von uns, nehme ich mal an, einfach, ich kann nur von mir sprechen, die sind nicht privilegiert und können direkt mit einem riesen kapitalisierten Account starten. Und wenn wir jetzt mit einem 1.000-Euro-Account starten, der für viele wahrscheinlich schon erstmal eine Herausforderung wird, das bereitzustellen fürs Trading, dann ist 1% 10 Euro. Natürlich, um die Software kennenzulernen, um selber überhaupt sich emotional zu schulen, ist das sinnvoll. Ja, also das will ich ganz klar sagen. Ich will jetzt nicht Anfänger sofort sagen, handelt sofort ohne 1%-Regel. Aber ich will dir halt auch sagen, dass meiner Erfahrung nach die 1%-Regel für Anfänger gedacht ist, damit sie entsprechend für sich selber sowohl emotional wie aber auch technisch gesehen einen harten Cut haben und sagen, mehr als 10 Euro verliere ich nicht. Und das ist wichtig bis zu dem Zeitpunkt, wo du emotional wachsen wirst. Und wenn du emotional gewachsen bist, dann werden dich in unserer realen Welt 10 Euro nicht mehr voranbringen. Dafür kriegst du noch nicht mal ein Mittagessen mehr im Restaurant. Das heißt also, du kannst theoretisch 10% Profit machen im Monat, was schon eine sehr gute Leistung ist. Und du hast 100 Euro gemacht. Und diese 100 Euro, die reichen noch nicht mal für einen Wocheneinkauf. Das heißt also, prozentual gesehen kannst du Hunderte, kannst du Tausende Prozent machen. Und trotzdem netto in der realen Welt nicht weit vorankommen. Das bedeutet, nochmals, ganz, ganz wichtig, nicht, dass du sofort am Anfang mehr Risiko eingehen solltest. Und das, wenn du das machst, das ist naiv und das ist dumm. Aber ich will dir sagen, wenn du dich selber kennenlernst und vor allem, wenn du dich selber im Griff hast und du trägst die hundertprozentige Verantwortung für dich zu entscheiden, ob du dich kennst, ob du ehrlich zu dir bist oder ob du unehrlich zu dir bist. Und wenn du ehrlich zu dir bist, wenn du sagst, ich sehe Fortschritte, ich sehe eine gewisse Konstanz, dann ist es meiner Meinung nach sinnvoll, sich von einem prozentualen Risiko zu lösen und in ein absolutes Risiko zu gehen. Das macht nämlich dann Sinn, wenn du halt sagst, pass auf, theoretisch, sagen wir mal, hast du jetzt 5.000 Euro auf deinem Account, den du nutzen könntest für, wenn zum Beispiel du hast 5.000 Euro, hast du jetzt auf deinem Account, die du nutzen könntest, ja? Da könntest du mit 1%, das heißt 50 Euro Risiko eingehen. So weit, so gut. Das Ganze kannst du weiterführen. Du kannst auch ein 10.000 Euro, ein 100.000 Euro Konto machen. Jetzt angenommen, du hast irgendwann mal wirklich 100.000 Euro für Trading zur Verfügung. Musst du diese 100.000 Euro auf einen Broker-Account packen? Ich würde sagen, nein. Wenn das Geld nicht beansprucht werden muss, würde ich es niemals bei einem Broker liegen lassen. Auch mit Brokern, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich würde niemals unbenutztes Kapital einfach so parken und liegen lassen. Was du machen kannst, ist, du kannst ein 10.000 Euro Konto nehmen, 10.000, und das 10-fach hebeln. Dann kommt das Gleiche mit der Buying-Power raus wie bei einem 100.000 Euro Konto, nur dass du nur 10.000 auf dem Account liegen hast. Jetzt, wenn du die 1%-Regel anwendest, hättest du hier ein Risiko von 1.000 Euro und hier nur noch von 100 Euro. Und das, obwohl du
ja mehr Kapital zur Verfügung hast. Was ich machen würde, ich würde ein Zehntel von diesem Betrag wählen beispielsweise oder vielleicht noch weniger, das Ganze hebeln, um eine Buying Power zu haben, wie das Kapital, was ich nutzen möchte und dann halt prozentual gesehen oder eben absolut gesehen 1K Risiko eingehen. Natürlich wären das hier nur 1% Risiko, diese 1K und hier werden 10% Risiko. Das sieht nicht so schön aus in der Bilanz, wenn du sagst, okay, ich habe heute 10% Minus gemacht. Es interessiert aber kein Schwein, weil letztendlich du ja für dich Geld verdienen musst. Und wenn du am Ende des Tages 1K, 2K verdienst, damit du deine Miete bezahlen kannst, dann ist das scheißegal, ob das 2%, 20% oder 200% von deinem Kapital sind. Und ich persönlich, das mache ich schon seit Jahren, das empfehle ich auch immer wieder unseren Auszubildenden, dass ich immer wieder sage, versuch doch einfach ein Mehr-Kontenmodell zu machen. Was meine ich damit? Wir haben das große Glück, in Anführungsstrichen, bei vielen Brokern keine Nachschusspflicht mehr zu haben. Das bedeutet, dass du nicht mehr verlieren kannst als das, was auf dem Account ist. Wenn ich jetzt sage, ich gehe einen etwas riskanteren Trade ein, was man ja durchaus mal machen kann, dann muss ich nicht 10K auf dem Account liegen haben und die vollen 10K riskieren für einen riskanten Trade, weil dann lasse ich ihn über Nacht laufen, ein Gap kommt, dann läuft das Gap gegen mich und dann stoppt er mich ja aus, obwohl ich nur 1K riskieren wollte. Ich kann für einen einzigen Trade, wenn ich das machen möchte, kann ich ein eigenes separates Konto anlegen und für dieses separate Konto, da packe ich 1000 Euro drauf. Und wenn da mit diesen 1000 Euro ich jetzt einen Trade mache, selbst wenn ich das ganze Konto plätte und das ganze Konto verliere, war mein effektives Risiko 1000 Euro. Das ist ein 100% Verlust auf dem Konto. Es ist doch aber scheißegal, ob es jetzt in irgendeiner Statistik, die du vielleicht selber führst, ein 100% Verlust ist, wenn du damit andere Konten geschützt hast oder schützen konntest. Dann kannst du, das sieht besser aus, wenn es auf einem 100K-Konto nur 1% Minus ist, das sieht viel besser aus, dann hast du aber trotzdem 99.000 Euro bei einem Broker liegen, der, wenn es hart auf hart kommt, morgen dein Geld nicht mehr auszahlen kann. Verstehst du, was ich meine? Ich würde deutlich weg von dieser prozentualen Risikoregel hin zu, was macht für mich Sinn. Und das fand ich persönlich, war einer der größten Gamechanger. Ein Konto zu eröffnen, kannst du innerhalb von Sekunden bei einigen Brokern. Ja, aber ganz im Gegensatz, du kannst aber nicht in Sekunden bei den meisten Brokern Geld auszahlen. Und wie gesagt, wenn es hart auf hart kommt, better safe than sorry, würde ich lieber weniger Geld als viel Geld auf dem Broker-Account haben oder halt nur das, mit dem ich arbeite. Aber was wirklich keinen Sinn macht, ist dieses mit einem 100-Euro-Konto zu handeln und dann 1% Risiko einzugehen, dann hast du halt einen Euro oder einen 2-Euro Profit gemacht. Davon kannst du trotzdem kein Essen bezahlen. Weißt du, dementsprechend würde ich diese Risikoregel vor allem am Anfang, um voranzukommen, um mich selber kennenzulernen, um selber ein Risikomanagement zu erleben bzw. zu gewinnen, würde ich persönlich erstmal mit 1% oder 2% Risiko vom Kapital pro Trade fahren. Wochen, Monate lang, bis ich selber ehrlich bin und zu 100% die Verantwortung übernehme und es anders machen kann. Und dann, wenn ich sage, ich habe die Möglichkeit, ich bin vielleicht ein bisschen fortgeschrittener, kann ich entsprechend auch von 100 Euro, kann ich ein 10% Risiko eingehen, nämlich 10 Euro. Weil wenn ich dann das 2:1 in CRV 2:1 mache und 20 Euro verdiene, dann kann ich zumindest schon mal ein Essen bezahlen. Verstehst du, was ich meine? Diese mit Prozenten von einem Kapital kommst du in aller Regel in unserer Welt aktuell nicht weit. Was bedeutet, du kannst ein 100-Euro-Konto verdoppeln, 100% Profit machen, und dann bist du bei 200 Euro, dann hast du effektiv 100 Euro Profit gemacht, was super ist, aber du hast nichtsdestotrotz für 100 Euro noch nicht mal einen Wocheneinkauf. Ja, kommt natürlich auf den Einkauf drauf an, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und das ist ein wichtiger Punkt, bis zu einem gewissen Maß kannst du das so machen. Natürlich immer in vollster finanzieller Verantwortung, aber diese 1% Risikoregel, die ist meist eine Broker-Regel, weil sie wollen, dass du langsam Geld verlierst, damit du lange im Spiel bist. Die meisten Trader, die rasieren sich früher oder später im Trading. Und wenn du das mit zu großem Risiko machst, verlierst du dein Konto und dann bist du weg. Diese 1- und 2% Regel wird häufig auch Freund des Brokers genannt, weil du dann länger einfach am Traden bleibst, mehr Hoffnung schöpfst, ja, mehr Blut leckst. Und dadurch halt mehr länger Trades und dadurch halt viel mehr Kommission bei einem Broker hinterlässt. Im Hintergrund machen hier gerade die beiden Hunde ihr Unwesen, deswegen, ich hoffe, das hört man nicht allzu laut. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt nochmals. Ich will nicht dazu aufrufen, jetzt zu sagen,
du sollst sofort mehr Risiko fahren, um Gottes Willen. Aber es ist meiner Meinung nach ein schleichender Prozess. Und dann kannst du am Ende sagen, ich habe so und so viel Kapital zur Verfügung. Ja, von mir aus auch 10.000 Euro. Ich habe 10.000 Euro zur Verfügung. Welches Risiko, absolut gesehen, ist für mich in Ordnung zu fahren? Das können 100 Euro sein, das kann 1% sein, das können aber auch 500 Euro sein, die ich pro Trade als Risiko eingehe, was 5% entsprechen würde, was erstmal viel klingt, aber ich muss in erster Linie erstmal entscheiden, sind diese 10.000 Euro, die ich hier liegen habe, sind das meine gesamten 10.000 Euro, sind das 10.000 Euro fürs Trading oder ist das ein Teil des Geldes, was ich für Trading aufwenden möchte, ohne dass ich, ja moin, ohne dass ich dem Broker mehr Geld in den Rachen schiebe, so gesehen. Weil im Zweifel ist der Broker nicht dein bester Freund. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, so viel zum Thema erstmal 1%-Regel. Ich mache mal ganz kurz Pause. Das haben Sie sich langsam beruhigt, hoffentlich zumindest. Ich mache das Video in mehreren Teilen. Fällt mir gerade ein, weil ich, was heißt fällt mir ein, aber es macht einfach mehr Sinn, weil es doch länger dauert als vermutet, aber lieber meiner Meinung nach Qualität und dafür ein bisschen länger als zu kurz gefasst und ein Leck an Informationen, weil ich bin hier nicht aus, möglichst viele Klicks zu generieren, sondern die paar wenige Leute, die sich das hier wirklich reinziehen wollen, denen auch wirklich weiterzuhelfen. Ja, das heißt, wir haben in unserer Ausbildung an der Stelle entsprechend auch viele, viele Hinweise, auch schon der kostenlosen Ausbildung, in unserer größeren sowieso, mit dieser 1%-Regel, da gibt es noch einiges mehr zu sagen, bis zu welchem Schritt das Sinn macht, wie man sich langsam dann auch, ich sag mal Schritt für Schritt, an höhere Risiken rantastet. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist halt einfach, warum diese 1%-Regel immer nur bedingt Sinn macht. Das ist ein wichtiger Punkt und Punkt 2 ist, dass man irgendwann in absoluten Risiken vielleicht kalkuliert und vor allem ist halt ein wichtiger Punkt, die meisten von uns haben ja das Ziel oder den Traum, ein kleines Konto hochzuhandeln. Und wenn du mit einem 100-Euro-Konto mit 1 und 2% Risikoregel versuchst, das Ganze hochzuhandeln, stell dir mal vor, du verlierst 20 Euro, dann bist du bei 80 Euro nur noch und jetzt darfst du nur noch 1% davon verwenden, das heißt, allein schon ein anderes Beispiel, wenn du von einem 100-Euro-Konto 50% verlierst, ja, minus 50%, dann bist du bei 50 Euro und dann brauchst du 100%, um das Ganze wieder gut zu machen. Und da siehst du, warum halt auch diese prozentualen Geschichten sehr, 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 sehr schwierig sind. Ja, im Generellen sehr, sehr schwierig sind, einfach durchzuführen, vor allem, wenn du einen kleinen Account groß handeln möchtest. Lern dich selber besser kennen, mach das Ganze Schritt für Schritt und dann in dem nächsten Schritt, wenn du ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre tradest und dich selber besser kennenlernst, wie gesagt, Trading ist kein Sprint, es ist ein Marathon, dann kannst du ein bisschen auch dieses Risikothema ein bisschen überdenken und daraus wirst du auch meiner Meinung nach deutlich mehr schöpfen können, weil irgendwann schaffst du es, aus 100 Euro 1000 Euro zu machen. Ja, und das Ganze schaffst du durch Mindset, das Ganze schaffst du durch mechanische Trading-Regeln und das Ganze schaffst du durch ein Risikomanagement, aber halt nicht, wenn du mit 1 und 2% handelst, weil dann brauchst du so viele Treffer, du brauchst so eine krasse Kurve, die fast linear geht, damit du von 100 Euro irgendwann auf 1000 Euro kommst. Irgendwann schaffst du das mental, vielleicht auch finanziell, wenn du halt daran arbeitest, schaffst du es vielleicht mit dem 100-Euro-Account zu starten und 20 Euro Risiko am Anfang einzugehen, dann kommst du nämlich irgendwann vielleicht auf 200 Euro und dann kannst du mit 200 Euro 40 Euro Risiko eingehen und so weiter und so fort. Ja, it's all about Mindset und entsprechend auch dem Management. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich an der Stelle hier nochmal zur Anregung geben möchte. Ich denke, ich werde das Ganze vielleicht 10-teilig machen. Ja, während des Videos auch immer wieder was anderes machen, sorry dafür, aber ich denke, wenn das Ganze hier so weiterläuft, dann haben wir nachher ein stundenlanges Video, das macht wahrscheinlich auch keinen Sinn, deswegen, ich werde jetzt für jede Regel ein einzelnes Video machen, freue mich drauf, vielleicht hilft dir das, ich hoffe, es hilft dir und lass mich gerne in den Kommentaren wissen, was du darüber denkst, wünsch dir auf jeden Fall viel Erfolg und wir sehen uns dann im nächsten Video. Dein Dominik von der Wall Street Story, bis dann, ciao, ciao.